In Deutschland werden seit gut 10 Jahren alle neuen Arzneimittel einer Nutzenbewertung unterzogen. Und dabei gibt es für die Arzneimittel für seltene Erkrankungen, für die Orphan Drugs, eine Besonderheit. Für diese Orphan Drugs gilt nämlich der Zusatznutzen als belegt gegenüber den vorhandenen Therapieoptionen. Das ist der sogenannte fiktive Zusatznutzen. Die Orphan Drugs brauchen also keinen Nachweis, dass sie tatsächlich überlegen sind gegenüber den vorhandenen Therapiealternativen. Wenn die Orphan Drugs im Verlauf der Zeit einen Umsatz von 50 Millionen Euro pro Jahr überschreiten, dann werden sie allerdings einer normalen, also einer regulären Nutzenbewertung unterzogen. Das heißt, sie müssen sich tatsächlich beweisen gegenüber den vorhandenen Therapieoptionen in entsprechenden Bewertungen. Wir haben überprüft, ob für diejenigen Orphan Drugs, für die eine solche reguläre Nutzenbewertung dann durchgeführt wurde, das Ergebnis dann tatsächlich so war, dass der Zusatznutzen, der zu Beginn als fiktiv festgestellt wurde, sich auch tatsächlich in den konkreten Daten bestätigt hat. Und unser wichtigstes Ergebnis ist, in mehr als der Hälfte der Fälle war das nicht der Fall. Der fiktive Zusatznutzen, der am Anfang also ausgesprochen wurde aufgrund der Gesetzgebung, der lässt sich also durch die wissenschaftlichen Daten in mehr als der Hälfte der Fälle nicht nachweisen. Ein zweites wichtiges Ergebnis war, dass diese Bewertung einige Jahre, im Mittel ungefähr 3 Jahre nach der Markteinführung durchgeführt wurde, die reguläre Bewertung, und dass diese Zeit fast nie dafür genutzt wurde, die eigentlich noch notwendigen fehlenden Daten auch tatsächlich zu beschaffen, sprich entsprechende Studien durchzuführen. Für die Versorgung der Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass für Arzneimittel für seltene Erkrankungen man eigentlich zu Beginn ihrer Markteinführung in Deutschland nicht weiß, ob sie besser, gleich gut oder schlechter sogar als Therapiealternativen sind. Und dabei sind ja zwei Richtungen wichtig. Das eine ist, man weiß also nicht, ob man eigentlich schlechtere Orphan Drugs als diejenigen, die schon im Markt sind, bevorzugt dadurch, dass sie einen fiktiven Zusatznutzen ausgesprochen bekommen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass man dadurch diejenigen Orphan Drugs, die wirklich einen Zusatznutzen haben, nicht von denjenigen trennen kann, für denen es eben nur diesen fiktiven Zusatznutzen gibt, also für die es eigentlich keine wissenschaftliche Datengrundlage gibt. Das heißt, das, was eigentlich das Ziel des Gesetzes war vor 10 Jahren, nämlich diese Nutzenbewertung durchzuführen, wird für die Orphan Drugs nicht erreicht, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen.